Hallihallo und willkommen zu den nächsten FIFA 14 Predictions. Heute quasi die zweite Episode von den möglichen Silverstars der Fußball-Bundesliga. Und wir fangen an mit einem Spieler, der wirklich so oft in den Kommentaren genannt wurde, das kann ich kaum zählen. Und zwar Maxim von dem werten Herrn VfB aus Stuttgart. Das war seltsam. Okay, von VfB Stuttgart auf jeden Fall. Ist ja neu dazugekommen, ich meine in der Winterpause, wenn ich mich nicht irre, letzten Jahres. Deswegen natürlich keine Karte in... Ultimate Team war ja auch irgendwie aus der rumänischen Liga, aus irgendeiner anderen Liga auf jeden Fall kam, die nicht in Ultimate Team vertreten ist. Und ja, ich denke, er könnte nächstes Jahr eine ziemlich geile 10er-Karte abgeben für Silber Team. 77 Tempo, 80 Dribbling, 71 Schuss, 75 Passen sind vielleicht etwas hochgesetzt und werden wahrscheinlich ein bisschen niedriger sein. Aber so einen Dreh könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, denn der werte Herr wird auf jeden Fall ziemlich geile Werte haben, zumindest auf jeden Fall, denke ich. Hat es auch schon im Karrieremodus quasi diesen Upgrades im Winter bekommen gehabt, auch gute Werte. Könnte sogar 4 oder wahrscheinlich eher keine 5 Sterne Skill Moves, aber 4 Sterne dürft ihr auf jeden Fall haben. Mit ganz viel Glück könnten sogar in Richtung 5 gehen, wenn die EA da nett ist, aber 4 Sterne wird er auf jeden Fall haben. Deswegen wird er, denke ich mal, eine ziemlich, ziemlich geile 10er Karte nächstes Jahr abgeben und damit hoffentlich ist das abgehakt, dass alle immer Maxim sehen wollten. Der nächste Spieler ist einer, der halt auch, wie gesagt, bei Dortmund eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt hat und denke ich mal deswegen auch sehr die eine oder andere Einsatzzeit bekommen wird nächstes Jahr. Letztes Jahr dann auch, er ist jetzt quasi auch in die Profis hin hochgezogen worden und wird, denke ich mal, deswegen, für wenn man von dem in die Profis hochgezogen wird als Bronzespieler und als einer oder andere gute Spieler hat, würde, denke ich mal, schon ein Upgrade bekommen. Ich habe ihn jetzt mal so auf 69 gesetzt, sollte nicht allzu hoch sein, da er halt nicht so viel in der Bundesliga gezeigt hat. Bisher aber auch im Pokal direkt richtig gutes Spiel gemacht. Ja, das, warum ich sage, er könnte eine Star sein, er könnte so etwas ein bisschen wie ein neu, auch nochmal so ein Lukaku, so ein Lapper, irgendwie sowas sein, ein bisschen langsamer halt, aber er ist ja auch 1,92 Meter groß oder 1,91 Meter sowas in den Dreh, auf jeden Fall ziemlich groß, 73 Tempo, 70 Schuss, 69 Schuss und 72 Passen und er sollte eigentlich relativ stark und groß sein, deswegen könnte es ein Spieler sein, mit dem man als einzige Spitze auf jeden Fall ziemlich Spaß haben könnte. Da er sich, denke ich mal, ziemlich durchtanken könnte durch die Verteidigung. Auf jeden Fall ein Spieler, der ziemlich interessant sein könnte nächstes Jahr. Der nächste ist der werte Herr Sean Parker und der hatte letztes Jahr immerhin schon eine Bronzekarte. 77 Tempo, 68 Dribbling und 58 Schuss hatte er letztes Jahr. Eine relativ gut, also eine gute Saison gespielt für den Art. Ich meine, er ist jetzt 20 geworden und er sollte auf jeden Fall ein Upgrade bekommen. Silberspieler sollte er auf jeden Fall werden, denn dafür hat er eine zu gute Saison gespielt, um weiter in Bronze zu bleiben. Und ein deftiges Upgrade, vor allem im Schuss, denke ich mal, wird er bekommen. Ich habe ihn jetzt mal auf 81 Tempo, 72 Dribbling und vor allem 71 Schuss, 68 Kopfball. Das könnte auf jeden Fall wieder ein neuer Stürmer sein, den man da in Silber-Bundesliga-Teams hat. Ich denke mal, sein Schuss dürfte wirklich so in dem Dreh Upgrade werden. Auch wiederum, ich habe mich immer weit an den Winter-Upgrades orientiert im Karrieremodus. Kann man auf seiner SoFIFA, habe ich immer nachgeguckt, wie die Upgrades für den Winter waren und dann nochmal, so wie ich denke, ob es noch ein bisschen besser wurde und so kamen immer die Werte für mich bei Raum und deshalb denke ich, wird es auch für Parker ein Upgrade geben. Der nächste ist Kevin Volland und auch dieser junge Herr war ja einer der wenigen Lichtblicke, wenn man so will, in der letzten Saison für Hoffenheim, denn da gab es ja nicht wirklich viele, abgesehen zum Ende hin der Saison. Aber er war einer von denen, hat seine Tore und Vorlagen erzielt. Deswegen war er ja auch von der ganzen Liga dann gejagt worden in der Sommerpause jetzt oder ist immer noch, wer weiß. Und er hat vor allem auch wiederum im Winter ein Update von FIFA bekommen, das ziemlich deftig aussieht. Und ja, ich habe ihn mal in Sturm jetzt versetzt. Da bin ich mir wirklich unsicher, wie Volland bei Hoffenheim spielt. Aber ich habe ihn mal in Sturm versetzt. 80 Tempo, 76 Dribbling und vor allem 76 Schuss. Sein Schuss ist wirklich richtig gut und hoch abgegradet worden von EA. Und obwohl es letztes Jahr nicht ganz so hoch war, denke ich mal, könnte ich mir vorstellen, dass er nächstes Jahr einen ziemlich gigantischen Schuss haben wird. Und das wirklich, wenn er annähernd so aussieht wie diese Karte, dann werde ich ihn mir auf jeden Fall in FIFA 14 das ein oder andere Mal in Teams einbauen. Dazu noch 69 Passen, 69 Kopfball. Das könnte auf jeden Fall ein richtiges Tier werden da vorne drin, wenn er irgendwas ist. Der letzte Spieler ist Junes. Ich weiß leider gar nicht, wie man ihn ausspricht. Ich habe noch nicht so viel von ihm gesehen in der Bundesliga und sonst gehört. Aber auch viele von euch wollten, dass ich den mal predikte. Ich glaube, eher durch die Nationalmannschaften ist der, also ist bei mir mehr bekannter als durch die Bundesliga, also durch die U-Blablabla-Mannschaften. Auch erst 19 Jahre jung oder sowas um den Dreh, der junge Mann.
Und ja, auch er sollte ein Upgrade bekommen, sehe ich mal so. Er hat auch eins im Winter bekommen von EA. Und weil man im Winter eins von EA bekommt, denke ich mal, kann man davon ausgehen, dass man dann auch im Sommer noch ungefähr um den Wert vielleicht noch ein bisschen höher geht. Ich habe jetzt mal auf 71, könnte mir vorstellen, dass er eher nur so auf 70. Aber vor allem in die Mitte gesetzt ist eigentlich kein rechter Mittelfeldspieler, sondern eher so eine hängende Spitze, wie ich so mitbekommen habe. Haben auf 85 Tempo, 77 Dribbling, 65 Schuss gesetzt, so um die Werte, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und dadurch natürlich eine Karte, die wahrscheinlich das ein oder andere Mal dann in Sturm konvertiert werden könnte, denn sollte Mlappa ähnliche Werte haben, vielleicht wird ja auch nochmal in der einen oder anderen, vielleicht in der nächsten Episode kommen von mir, dann könnte das auf jeden Fall ein geiles Sturmduo werden, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, die beiden zusammen, ne? Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, natürlich über eine Bewertung von euch freuen, vielleicht so geil wie die letzten Episoden, also es macht wirklich Spaß zu sehen, wie gut es euch, wie bei euch ankommt, die ganzen FIFA 14 Predictions, deswegen macht es auch doppelt Spaß, die zu produzieren und ja, können wir natürlich auch noch sagen, was ihr von den Werten haltet, ob sie stimmen oder nicht und ansonsten lasst natürlich 5 Spieler wieder in den Kommentaren da, ob jetzt Bundesliga Silber oder generell 5, sucht es euch aus und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Schaut euch das erste Tages an, Karrieremodus unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.